Ja, das ist ein alter Industriekomplex, der mitten in Hochhäusern steht, in der absolut zentralsten Lage Shanghais, wo es eigentlich keine Grundstücke mehr gibt. Es ist extrem teuer hier, der Boden, und der gehört der Kommune, also dem Bezirk, der Bezirksregierung dieses Bezirks in Shanghai. Das Konzept ist entwickelt worden als eine Mischung von Bürogebäuden, von Gewerben, von hochentwickelten Gewerbeteilnehmern im Bereich Gastronomie, Mode und entsprechenden Partnern im Bereich Büros. Die Kommune hat es uns an Hand gegeben, um hier ein möglichst europäisches Zentrum zu entwickeln. Und wir sind beauftragt, damit Partner zu finden, die mit uns zusammen das beleben. Die haben das ganze Konzept entwickelt und das wird jetzt in einem Wahnsinnstempo umgesetzt. Man sieht das zum Beispiel hier, sind die Wohnräume der Arbeiter, die Tag und Nacht hier arbeiten. Das geht 24 Stunden durch. Als ich das letzte Mal das Gebäude gesehen habe, da war es mal gerade entkernt. Und das geht im Minutentakt, dass es sich verändert. Das wird, wenn wir jetzt in 14 Tagen wiederkommen, dann sind die damit fertig. Das ist ein Garten da nachher, wunderschöner Garten. Ja, wenn wir dann am Anfang des Jahres drehen richtig, dann werden wir hier im Garten sitzen und einen Kaffee trinken. Ein Latte Macchiato. Latte. Ich wollte dich einmal noch fragen, wem ihr das hier so zu verdanken habt, den Kontakt. Ja, das ist ja ganz einfach. Wir haben ja heute uns mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister der Shanghai-Region bei den kleinen und mittleren Unternehmen, und dieser ehemalige Minister, der nun auch zufällig der Vater von Frau Chen ist, der hat uns hier eingeführt. Der hat also in der Stadtregierung, die für diesen Teil von Shanghai zuständig ist, gesagt, die möchten doch bitte mit uns das machen. Mein Vater hat ihr Berufsleben hier hinter sich und sicher, da diese Netzwerke auch eine sehr große Rolle spielt. Das ist nicht ganz untypisch für China. Man kann in China gar nichts ohne ein Netz machen. Und es kriegt auch kein anderer in Deutschland an die Hand, so etwas zu entwickeln, wenn er nicht in diesem Netz zu Hause ist. Weil man sich in China grundsätzlich nur auf persönliche Beziehungen und Netze verlässt. Man glaubt nur den Menschen, die man sehr gut kennt. Gut, möchte ich nicht sagen. Ich bin nicht wie Peter, bla bla bla, das kann ich nicht. Aber ich habe doch bin auf den Punkt gekommen. Perfekt. Okay. Wenn du noch Fragen hast, dann jederzeit kriegst du immer eine Antwort, obwohl das kurz und bündig ist. Ja, ich danke dir. Bitte. Also wir vorstellen und